Wir legen für Sie am 3. November ab 16 Uhr in Görlitz eine Spätschicht ein. So hieß es am vorigen Freitag. Am 3. November 2023 in Ebersbach-Neugersdorf, Görlitz, Weißwasser, Zittau und den Regionen um diese Städte herum. An diesem Nachmittag öffneten Unternehmen, Schülern und Studierenden sowie Arbeitssuchenden und Beschäftigten die Türen und boten Betriebsführungen oder Schauvorführungen an. Interessierte konnten sich über Ausbildungsmöglichkeiten, Berufsbilder und Einstiegsmöglichkeiten informieren. An die Fassade des Unternehmens Sysmex Partec strahlte das Wort Spätschicht von einem Großprojektor auf die Wand. Um 16 Uhr war in diesem Unternehmen ein Saal gefüllt mit Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, unter ihnen auch Oberbürgermeister Octavian Urso, der gemeinsam mit Görlitzer Stadträten gekommen war, um sich zunächst über das Unternehmen zu informieren. Weitere fast 20 Unternehmen in Görlitz waren für diese Spätschicht geöffnet worden. Sysmex Partec ist ein weltweit agierendes Diagnostikunternehmen mit 10.000 Mitarbeitenden in über 190 Ländern. Etwa 180 Menschen arbeiten am Standort Görlitz. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Entwicklung und Produktion hochsensitiver Durchflusszytometrie, Lösungen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Bei einem anschließenden Rundgang durch die Betriebsräume an der Görlitzer Arnstraße präsentierten Fachleute ihre Abteilungen. Also wir sind hier bei der heutigen Spätschicht an der Station Geräteentwicklung, Qualitätsmanagement und Regulatory Affairs. Wir stellen alle Stationen des Entwicklungsprozesses vor, von der ersten Idee bis hin zum fertigen Produkt. Haben hier verschiedene Beispiele, Prototypen unserer Entwicklung, Software, die wir dazu entwickelt haben und auch weitergehende Informationen, was wir noch im Hintergrund des Entwicklungsprozesses alles durchführen. Alle Fachbereiche eint. Es geht um Präzisionsarbeit. Teils um Tausendstel Millimeter war in der Zerspannungsabteilung zu erfahren. Wir sind hier in der Optik-Lasermontage. Hier fertigen wir die optischen Komponenten für unsere Geräte. Als multinationales Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Sysmex Partec seit über 50 Jahren weltweit innovative, hochsensitive Produkte, die für Diagnostik, Forschung und Industrie benötigt werden. Wir sind hier in der Produktion von den Celtrix. Es ist ein kleiner Filter, um das einfach zu sprechen. Wir können damit Proben vorfiltern, die dann in das Gerät eingefügt werden. Es ist reine Handarbeit, deswegen sehen wir im Hintergrund auch die Mitarbeiterin. Und ja, im Vordergrund sehen wir zwei Geräte, wo wir auch die Anwendungen zeigen, die die Geräte machen. Sysmex will Fortschritt in der Gesundheit mitgestalten, will mit innovativen Produkten Menschen helfen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht Sysmex Menschen, die Spaß daran haben, in einem innovativen Arbeitsumfeld mit ihrem Engagement in einem großartigen Team zu arbeiten. So wie hier konnten sich Interessierte auch in anderen Betrieben und Einrichtungen informieren. Nach dem Motto »Informationen schaden nur dem, der sie nicht hat«, war die Spätschicht 2023 ein Gewinn für alle, die dabei waren. Für die anderen gilt, auch im nächsten Jahr soll es voraussichtlich eine Spätschicht dieser Art geben.